Arturo Vidal ist unglücklich über sein Reservistendasein in Barcelona. Lediglich in einer Partie in La Liga und in einer Partie in der Champions League durfte der Krieger über die volle Spielzeit mitwirken. Gegenüber dem Fernsehsender TV Tres spricht Vidal offen über seine Unzufriedenheit. Wenn ich mich im Dezember oder zum Saisonende hier nicht wie ein wichtiger Teil der Mannschaft fühle, dann muss ich eine Lösung finden und andere Optionen prüfen, wo das der Fall wäre. Der Vertrag des 32-jährigen Chilenen läuft 2021 aus. Real Madrid lässt im Werben um Paul Pogba von Manchester United nicht locker. Laut Informationen des Mirror bereiten die Königlichen bereits ein Angebot vor, um den Franzosen im Januar nach Spanien zu transferieren. Demnach bieten die Spanier rund 85 Millionen Euro plus James Rodriguez und Mariano Diaz. Pogba steht bei den Red Devils noch bis 2021 unter Vertrag. Pep Guardiola könnte schon bald eine neue Alternative für seine ohnehin schon erstklassig besetzte Offensive bekommen. Wie die argentinische Sportzeitung Olé berichtet, bemüht sich Manchester City um Nicolas de la Cruz von River Plate. Der 22 Jahre alte Uruguayer ist im offensiven Mittelfeld flexibel einsetzbar und kann auch auf die Flügel ausweichen. Allerdings sollen sich die Verhandlungen kompliziert gestalten. De la Cruz hat zwar eine Ausstiegsklausel in Höhe von 22 Millionen Euro in seinem Vertrag, die Besitzerrechte am Spieler sind allerdings nicht ganz klar. River Plate soll nur 30% halten, der Rest liegt beim Uruguayer selbst.